Die Trennung von Kevin Costner und seiner Frau Christine Baumgartner nach 18 Jahren Ehe hat in Hollywood für Aufregung gesorgt. Laut TMZ wurde Costner von der Entscheidung seiner Frau, die Ehe zu beenden, völlig überrumpelt. Gerüchte, dass die Beziehung kurz vor dem Aus stand, gab es allerdings schon vorher. Der offizielle Scheidungsgrund sind unüberbrückbare Differenzen, was meist bedeutet, dass der wahre Grund nicht genannt werden soll. Ein Grund könnte jedoch sein, dass Costner zu viel gearbeitet hat. Mit fast 70 Jahren steht der Schauspieler immer noch regelmäßig vor der Kamera und arbeitet bis zu 15 Stunden am Tag. Nach Berichten von Daily Mail und Radar Online gab es immer wieder Streit zwischen den Eheleuten, weil Baumgartner ihn angeblich anflehte, den Job an den Nagel zu hängen. Sie soll ihm sogar ein Ultimatum gestellt haben. Entweder er hört nach der 5. Staffel von Yellowstone endgültig auf oder sie geht. Wie am Mittwoch berichtet wurde, hat Costner die Serie tatsächlich vorzeitig verlassen, um zu seiner Familie zurückzukehren. Gegenüber Page Six betonte er, dass er seine Frau und seine Kinder liebe und keine Scheidung wolle. Gerüchte, er habe seine Frau betrogen, wies er vehement zurück.